Willkommen Leute zu einem kurzen Infovideo. Ich hatte eine kleine OP unterm Arm. Da hat man bei mir so ein Geschwür wegschneiden müssen. Und jetzt habe ich da unten ein Loch von 2 cm. Das war auf der linken Seite. Und zwar geht es darum, jetzt ist gerade ein bisschen blöd mit Zocken. Also ich habe noch ein bisschen Material zum Hochladen. Und da wird gerade jeden Tag die Bandagen gewechselt. Beziehungsweise das Loch ist ja jetzt noch offen. Und da werden dann immer so komische Tampons, sagt der Arzt, reingeschoben. Also das sind so kleine, wie sagt man, so kleine Fäden, wo sie da reinstopfen, damit die Wunde so der Eiter rausläuft oder halt aufsaugt und so. Naja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen und so, das interessiert euch auch bestimmt gar nicht. Aber es geht darum, ich werde ein bisschen mit den Videos zurückstecken. Vielleicht merkt ihr auch gar nichts, vielleicht merkt ihr es auch heute zum Beispiel, konnte ich gar nichts hochladen. Weil es ist auch da, ich habe auch Schmerzen, muss Schmerztabletten nehmen, weil das ist eine Wunde, die ist wie gesagt 2 cm groß und geht ungefähr einen Zentimeter rein. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es unterm Arm, also direkt in den Achselhöhlen, nicht gerade angenehm ist, die Stelle. Und wie gesagt, da muss ich mit dem Zocken ein bisschen aufpassen. Ich werde versuchen, natürlich jetzt noch Let's Plays hochzuladen heute Abend, morgen natürlich auch noch. Ich habe noch ein bisschen Material, ich muss dann auch wieder ein bisschen aufnehmen die nächsten Tage. Ich werde versuchen, das ein bisschen reibungslos über die Bühne zu bekommen. Nimmt's mir nicht übel. Ich kann leider nichts machen. Ist einfach gekommen. Beziehungsweise ich hatte schon seit 2 Wochen, aber jetzt musste man schneiden, weil es ist immer dicker geworden und immer größer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dann auch ein bisschen weh tut. Und ja, ich kann halt meinen Arm nicht wirklich so weit nach unten machen. Ich sollte ihn immer ein bisschen oben haben, dass auch ein bisschen, ja, ist halt jetzt wie ein Druck, weil ja da so Bandagen drin sind. Die stopfen das ja richtig rein mit einer Pinzette. Und dadurch ist es Zocken natürlich gerade Games, wo man die Tastatur WASD braucht, ein bisschen eingeschränkt. Jetzt Siedler oder so ist kein Problem, aber der Rest wird natürlich ein bisschen blöd. Aber ich kann es versuchen, dass ich den Arm ein bisschen hochhalt. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen mit Zocken. Ich lade jetzt heute Abend noch ein bisschen was hoch, dass ihr noch was zum Anschauen habt. Und ich hoffe, dass aufs Wochenende dann besser wird, weil ich bin jetzt auch in der Arbeit krank geschrieben. Dann habe ich auch ein bisschen Zeit noch, ein bisschen vielleicht, ja, zum Beispiel Call of Duty weiterzumachen. Das Ghost, das war ja ein bisschen Reinfall. Naja, ich denke, das wollen wir alles noch irgendwie hinkriegen, was das Reinfall ist. Es gibt halt Probleme. Ich hoffe, die haben jetzt ein paar Patches rausgebracht, dass das Ganze ein bisschen einfacher verläuft. Und ja, ich denke mal, ihr habt Verständnis dafür. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich kann da leider auch nichts machen. So ist halt nun mal der Körper, ne? Der macht halt, was er will. Und ja, ihr habt ja noch genug Material zum Anschauen. Zum Beispiel, was ich, über 300 Parts Siedler oder so. Und ich bedanke mich mal. Und ja, bis dahin. Ciao.